Link, Herz nehmen. Link, nimmst du das Herz? Link! So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wir hatten eigentlich gar nicht vor, heute eine Aufnahmesession zu machen. Wir vor allem. Also ich hatte gar nicht vor, heute eine Aufnahmesession zu machen. Allerdings, beim Schneiden bin ich auf ein paar Sachen gestoßen. Und die will ich abklappern, bevor ich es wieder vergesse. Und zwar, zum einen habe ich gar nicht hinter dem Sora geschaut. Also der Sora-König, der war zwar in so einem Kristall oder was auch immer, in so einer Aura gefangen, aber ich habe gar nicht weiter darauf geachtet, dass ich ja auch hinter den hätte gehen können und zum Yabu Yabu nochmal. Und da gehen wir jetzt hin. Und ich skippe das wieder für euch. Bis gleich! So, da sind wir auch schon. Und zwar, wie gesagt, hinter ihm kann man lang. Und es ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, wo ich hier gewesen bin. Ach komm, Link, was tust du? Und die anderen beiden Sachen, was mir noch aufgefallen sind, ist beim Friedhof. Da habe ich ja gesagt, ich will die ganzen Gräber verschieben. Habe das aber längst nicht bei allen ausprobiert. Da gehen wir nochmal hin. Und dann die vergessenen Wälder, da will ich nochmal zurück. Weil mir ist eingefallen, das war ja der Ort, wo ich... Der war alles weg. Die vergessenen Wälder waren der Ort, wo ich die eine Wundererbs noch gepflanzt habe. So, das hier sieht kalt aus. So, hoch da, Link. Kannst du nicht hoch da? Hier muss ich doch sicher über die Schollen. Und da kann ich da links bestimmt rüber. Oh. Gut, dass du hier nachschaust. Q-Max. Kannst du auch noch springen? Was ist mit dir los? Ja. So, So, wo müssen wir lang? So, sind hier bewegliche Schollen? Moven die? Sieht gut aus. So. Jetzt darüber. Darüber. Oh, close. Sind jetzt darauf. Ja, man kann hier wirklich her. Holy. Eishöhle. Was bist du? Okay, mit dem kann ich nichts anfangen. Und es gibt noch eine vierte Sache, die mir eingefallen ist, die ich noch nachschauen will. Das kann ich wahrscheinlich jetzt aber noch nicht. Und zwar... Au. Holy. Und zwar geht es dabei um das Kronenlangschwert. Da will ich als Kind mal das kaputte Schwert abgeben. Hey, wow. Holy. Kaputt machen. Ach komm schon. Lässt du mich dadurch? Ich habe übrigens vergessen, wie das Anvisieren geht. Hier muss ich durch. Kann ich die kaputt machen? Oh, die kann ich kaputt machen. Okay, mit dem Geld kann ich nichts anfangen. Da sind silberne Rubine. Aber die brauche ich anscheinend noch nicht. Okay, da komme ich noch nicht raus. Vielleicht muss ich die ja einsammeln, aber ich glaube kaum. Das sind aber nicht die normalen Geräusche und Geld kriege ich zwar, aber... Bringt mir gerade nichts.
Wieso fliegen hier Krüge auf mich zu? Ah, da ist noch einer. Ah, I got this. Toll, dann kann ich die anderen Sachen wahrscheinlich gar nicht mehr nachkontrollieren, weil ich habe jetzt eh nur eine halbe Stunde Zeit zum Aufnehmen circa. Gestürb! Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon sein darf oder nicht. Aber theoretisch schon, weil ich kann ja hierher ohne Probleme. Aua! Hilfe! Ach komm schon, Link, stell dich nicht so an. So kalt kann das gar nicht sein. Fledermaus, das war nicht nett. So, die nehmen wir alle mal mit. So, was bist du? Erstmal draufschlagen. Das ist blaues Feuer, es wirkt überall natürlich. Aber vielleicht kannst du es ja für irgendwas gebrauchen. Aha. Kann ich es in der Flasche einsammeln? Oh, ich will da keine Fee opfern. Aber wir haben eh. Wir haben eh Fee. Komm schon. Das muss aber klappen jetzt. Ich will nicht umsonst eine Fee. Ja! Yes! Ich dachte mir nämlich, wir haben Irrlicht mit dem Ding gefangen. Das ist ja auch eigentlich nur Feuer. Blaues Feuer gefangen. Nice, nice. Aua. Hörst du auf, das anzuvisieren? Danke. So, muss ich hier mit dem blauen Feuer arbeiten? Yes! Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Also mit dem blauen Feuer können wir diese roten Kristalle auflösen. Labyrinthkarte. Oh, ich dachte, ich wäre jetzt schon am Ende von dem Dungeon. Das heißt, ich werde das gebrauchen können. Hör auf. Hör auf, das anzuvisieren, Link. Ich schnapp mit zwei blaue Feuer. Scheiß auf die andere Fee. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Es ist vor allem super, dass ich jetzt die Fee gar nicht genommen habe. Lol. Dieses blaue Feuer gar nicht genommen habe. Oh wow, ein Rubin, den ich nicht mitnehmen kann. Ein violetter war das. Cool. Jo, erstmal den Dekunus drauf klöppeln. Und dann haben wir zweimal blaues Feuer. So. Okay, der ist inzwischen despawned. Ich hätte ihn eh nicht tragen können. Ist okay. Dann schauen wir mal auf die Karte. Karte. Oh, da geht es doch in ein paar Richtungen weiter. Aber sieht gar nicht so schlimm aus. Dann geht es hier retour. Mit dem blauen Feuer. Autsch. Autsch. Link, hörst du auf mit dem Scheiß. Danke. So, in diesem Raum gibt es vier Wege. Einer führt zurück, einer von dem kommen wir schon. Ist das hier ein Weg?
Da oben ist eine Skulltula. Nein, wie komme ich da denn ran? Die kriege ich doch gar nicht. Mist. Link? Was hast du? Link? Danke. Aber das hier ist rot. Wir probieren's. Yes! Okay, Vermutung war richtig. Let's go! Okay, hier ist nur noch mehr blaues Feuer. Dann füllen wir die Flasche gleich wieder auf. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was da überhaupt drin ist in diesem Kristall. Das müsste dann ja ein Kompass sein, oder? Wir werden es gleich erfahren. Es ist ein Kompass. Wie vermutet. So, da drüben. Oh, jetzt toll. Yes! Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Wow! Damit haben wir schon 8 Herzen. Nice. So, dann zurück in den anderen Raum. Wir schauen nochmal kurz auf die Karte. Okay, wir sind dieses extra Räumchen gerade lang gegangen. Es gibt hier anscheinend keine weiteren Etagen. Das heißt, 2 Räume kommen noch in die linke Richtung und dann haben wir schon geschafft. Gibt es denn keinen Boss oder sowas? Anscheinend nicht, weil der Kompass sagt nö. Au. Flugkrug. Da, da, da. Au. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich die Skulltula irgendwann hole. So, hier sind wieder diese... Ah, diese Fledermäuse, die mich einfrieren. Na toll, wie kriege ich das denn? Da drüben ist noch ein Skulltula. Oh je. Komm schon, triff die. Link. Link, Herz nehmen. Link, nimmst du das Herz? Link! Ernsthaft, komm schon. Hast du das gerade despawnen lassen, Link? Was ist dein Problem? Und da kommt natürlich nichts raus. Ja, noch eine Dekonuss. Einfach random verschwenden. Toll. Ja, hier können wir, glaube ich, überhaupt nicht weiter gerade. Skulltula dort, Skulltula dort. Aber ich habe nichts, um irgendwie Sachen zu kriegen. Den Bumerang dürfen wir nicht benutzen. Okay. Dann kommen wir hier zurück. Komme ich hierher zurück, sobald ich entsprechende Items habe, dass ich weiterkomme. Und dann schauen wir die anderen Sachen nach.